Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Terranigma. Es geht weiter am Schloss Terronia. So, wir sind jetzt natürlich hier. Wir sind jetzt bei Part 13. Achilles, sieh dir das an! Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Aha. Hier ist natürlich nichts. So, ich muss mal überlegen. Da war irgendwas im Buch gestanden mit 286. Ein mechanischer Ton erklang. So, das hat bestimmt was mit diesen Kronleuchtern zu tun, was wir schon mal gesehen haben. Deswegen gucken wir uns das doch jetzt mal an. Apropos, ihr seht auch, dass ich jetzt relativ stark bin. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal diesen Weg rum jetzt. Dann kann es nur die so hier sein. So, sind wir jetzt endlich hier richtig? Ah ja, hier sind die Kronleuchter. Achilles erhält den Rubin. Na also, da haben wir es doch gefunden. Davon habe ich reichlich, okay. Haben wir noch weitere Kisten? So, hier sind wir richtig. Das Spiegelbild der Statue verrät das Versteck des Saphirs. Achilles erhält den Saphir. Somit haben wir alle vier Steine, die wir brauchen. Oh, jetzt passiert doch irgendwas. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Der erste Mann hatte blaue Augen. Der zweite Mann hatte eindrucksvolle schwarze Pupillen. Oha. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Oh. Und der letzte Mann hatte ein falsches braunes Auge. Was passiert jetzt? Okay, jetzt fällt irgendwas runter. Da kommt ein Kronleuchter nach unten.
Oh. Ahne, dass da ein Loch jetzt gekommen ist wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Und was für ein schönes gerades Loch. Da würde ich sagen, nichts hier rein. Wir Hexen tanzen um dich herum. So, da gab es einen kleinen Trick. Bewege dich nicht. Dreh dich nicht um. Zu viert sind wir, doch du bist alleine. Wird dies dein letztes Stündlein sein? Wir färben mit dir die Erde rot. Triffst du die falsche? Dann bist du tot. Man muss immer stehen bleiben und glaube ich immer die Opera oder immer die zu Rücken steht. Das ist ein kleiner Trick. Okay, offenbar sind die wohl weg. Bitte, wir müssen doch was machen, oder die Hexe ist wirklich weg. Aber hier war doch ein Mann. Hier. Eine kristallklare Stimme aus dem Nichts erklingt. Willkommen in meiner Kammer. Genieße die Zeit wie im Traum. Erfreue dich am Spiel mit meinen wunderbaren Kindern. Was kommt jetzt? Du hast Hexer verwundet, Achilles, das war nicht nett. Oh, jetzt kommt die richtige Hexe. Wann geht es los? Der Kreis ist ziemlich mies. Mal gucken, wie viel Schaden ich bei der Hexe jetzt mache. Oh, nicht wirklich viel. Verliert ihre Maske. Naja, wirklich viel Schaden ist es nicht, aber es sind doch mal schon mal kleine Treffer. Wenn man da keine Level 24 hat, dann kann es ziemlich lange dauern, weil du immer nur einen Schaden machst. So sagt man sich es. Stell dir mal vor, es wäre alles nur ein Schaden. Aber wirklich viel macht sie nicht. Geschafft.
Aber es ist vollbracht. Die Rache der Königin enthebt sich des Schlosses. Oh. Columbo? Guck, seufzt. Hoch, was habe ich getan? Tage der Qual. Träumte ich im Schlummer einen schier endlosen Traum. Ich bin Columbo, ein Forscher und Navigator. Warum nahmst du Gefahren auf dich, um mich zu retten? Nun. Ich hörte von einem Seefahrer namens Columbo. Columbo, darf ich dir eine Frage stellen? Warum wurdest du hier gequält? Ich dachte, dass man nur Verbrecher peinigen würde. Vielleicht glauben die Leute das, man sperrte mich zu Unrecht ein, da die Prinzen auf der Reise starben. Doch das ist nicht die Wahrheit. Ich akzeptierte die Qualen als Buße für meine Gier. Loiris König und Geronias Königin, die Mächtigen sind alle gleich. Leider kann ich nicht mal dir den wahren Grund nennen. Wenn der wahre Held geboren wird, fühle ich mein Geheimnis. Oh. Als wir den neuen Kontinent entdeckten, wurde mir eines klar. Wo wir auch leben, alle Menschen sind gleich. Wir lachen und weinen, sind eine Familie. Die Freundschaft sollte alle Länder und Kontinente verbinden. Deswegen gebe ich meine Navigationskenntnisse gerne weiter. Lass uns nach Aula zurückkehren. Das tun wir doch gerne. Ich habe allen Seeleuten mein Wissen über Navigation vermittelt. Bin sicher, sie werden deine Wünsche erfüllen. Ich bin müde, ich möchte ein wenig schlafen. Das kannst du gerne tun. Werde er, Herr Columbo. So, gucken wir doch mal, was die Leute sagen. Wir laufen morgen in Richtung des neuen Kontinents aus. Der Fischgang ist mein Leben. Wir laufen morgen Richtung... Okay, gut, das haben wir ja schon. Okay, die sagen alles Gleiche. Wir machen uns bereit, morgen früh bei Sonnenaufgang auszulaufen. Bist du mit dabei? Oh yeah. Na klar, kann ich an Bord gehen? Dies ist eine Forschungsreise. Touristen sind nicht an Bord, nicht erlaubt. Die nächste Reise, es steht noch kein Termin fest. Was, die wollen mich nicht dabei haben? Weil ich ein Touri bin? Nur dank durch mich können sie überhaupt dahin. Ah, da wollte ich jetzt nicht hin. Und zwar, ich würde sagen, wir gehen mal nach Loire. Wie man hier sieht, hat sich die Stadt vergrößert. Ich bin mir sicher, da gibt es einiges zu entdecken oder vielleicht noch an Quests abzuschließen. Schauen wir doch mal, was ich getan habe. Was wird mit Loire geschehen? Weil das ist ja alles neu. Magst du Blumen? Ja, fährst nach Hause, wenn wir verkauft haben. Ein schummes Mädel, einen Pinguin kannst du damit glücklich machen. Das ist wirklich schade. Oh, mit den Leuten alle noch mal reden? Dank Chin hat sich Lore gut entwickelt. Oh, hier drin ist der Speicherpunkt. Was haben wir? Erst klassische Sternendeutung, Wahrsager. Da will ich jetzt nicht hin. Chin ist toll. Ich glaube nicht, dass Louis genauso gut gewesen wäre. Das glaube ich nämlich auch, weil die Stadt hätte sich nämlich niemals vergrößert. Na, ich brauche eigentlich die Läden nicht. Das würde ich eher auf dem neuen Kontinent machen. Werkstatt, Handwerker Pierre. Gehen wir doch mal da rein.
Ich bin Pierre. Ich liebe es, an Maschinen herumzubasteln. Willst du meine Erfindung sehen? Gerne. Erfindung klingt interessant. Ich kann nun Bilder von Menschen auf Papier festhalten. Kannst du mal stehen? Gut, fertig. Oh, oh. Naja, ich muss wohl noch ein bisschen daran basteln. Ich bereise die ganze Welt. Ich habe eine Frage. Ich würde gerne wissen, ob meine Bilder auch in anderen Städten gefallen finden. Kannst du mir helfen? Claro. Was kann ich für dich tun? Nimm eines meiner Bilder mit auf deine Reise. Wenn du einen Kunstliebhaber triffst, erfrage seine Meinung. Ich kann dir kein Geld geben, aber bitte zeig mein Gemälde herum. Oh, da haben wir schon das erste Item. Das Ölgemälde. So, das war schon mal der erste Part. Hier wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ein bisschen weiter hoch. Da müsste ja eigentlich noch weitergehen. Gehe ich mal davon aus. Das wird ja noch nicht alles gewesen sein. Ein schwerreicher Mann lebt auf einer kleinen Insel im Norden. Er ist sehr großzügig und interessiert sich für Kunst. Oh, das ist sehr interessant. Im Norden. Möchtest du mit Mutter sprechen? Sie ist nur schwer zu verstehen. Ja, die Leute wohnen wirklich woanders. Endlich frei, das ist gut. Wir haben genug Platz, deshalb habe ich mein eigenes Zimmer. Okay, das ist es nicht relevant. Louis hilft nun Schienen, er ist kein Trinker mehr. Wow. Man merkt, dass die Stadt auch ohne einen König auskommt. Hat mich gebeten, ihm zu helfen. Wir haben viel Spaß. Hallo, wie gefällt dir das wiedergeborene Loire? Es steht uns noch viel Arbeit bevor. Ich werde weiter studieren. Wirtschaft, Kultur, soziale Einrichtungen etc. etc. Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach links. Bestimmt ist nicht so interessant für euch. Aber da muss man leider durch. Ah, ja, man doch denn. Ich dachte darüber nach, ein Geschäft zu eröffnen. Ein tüchtiger Grundstücksmakler kann hier ein reicher Mann werden. Was sagt die gute Frau? Marie, eine begabte Näherin arbeitet für Menetti. Die fiese Menetti behandelte das arme Mädchen sehr schlecht. Ich würde gerne ein Möbelgeschäft in dieser Stadt eröffnen. Dazu muss die Stadt wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen. Gehe ich mal davon aus. Ich habe am Wettessen in Loria teilgenommen. Die Menge hätte ich geschafft. Das Tempo war mir aber zu hoch. Ulps. Er ist sehr geschickt. Er hat meinen Anhänger wieder repariert. Was haben wir hier? Was auch immer geschieht, wir werden nie für die Masse produzieren. Ich bin Mary, du reist viel, dann hätte ich eine Bitte an dich. Willst du mir zuhören? Klar. Welchen Gefallen kann ich dir tun? Danke, ich habe ein paar meiner Stücke hier. Verkauf die Modins einer anderen Stadt. Es soll bekannt werden. Kann ich dich um diesen Gefallen bitten? Sicher. Wirklich, danke, vielen Dank. So.
Dann hätten wir schon mal das Kostüm. Wieder eine Aufgabe, die ich erledigen muss. So, was haben wir hier? Verdammt entspannend. Ich habe neuen Wein. Willst du mal probieren? Sicher, ich bin bereit, ihn zu testen. Aber wird er schmecken? Aber sicher, das ist ein Qualitätswein. Genieße ihn. Jörg. Wie, er schmeckt dir nicht? Kann ich mir überhaupt nicht erklären. Das ist wiederum lecker. Das nächste Mal biete ich dir einen anderen an. Bis dann. Gucken wir mal, ob er auch einen anderen hat. Ich entkorne gerade meinen ältesten Jahrgang. Willst du mal probieren? Bin bereit, ihn zu testen. Aber wird er schmecken? Aber sicher. Wie, er schmeckt nicht? Es ist die Frage, ob da noch was kommt oder nicht. Diesmal ist aber wirklich gut. Lecker! Was? Er war gut? Super. Hätte ich nicht gedacht. Haha, es ist aus Äpfeln hergestellt. Hier, nimm eine Flasche. Oh, ich erhalte den Wein. Sehr schön. Den Apfelwein. Warte mal, die Häuser haben wir ja schon. Sind wir eigentlich im Prinzip eigentlich, soweit ich alles sehe, durch. So, nochmal zu diesem Technik-Freak gehen. Der wird doch bestimmt auch noch irgendwas haben. Wo war denn der nochmal? Der war doch, glaube ich, hier drin, oder? Ne, es war der Pierre, glaube ich, heißt der gute Kerl. Hier ist er nochmal. Den Bär, ich liebe es, Maschine zu basteln. Willst du meine Erfindung sehen? Gerne. Kann nun Bilder von Menschen auf Papier festhalten. Kannst du mal still halten? Gut, fertig. Oh oh. Ich muss noch ein bisschen daran basteln. Gucken wir mal, ob das irgendwann hinkriegt. Nichts passiert. Das bedeutet, ich habe es geschafft. Eine Maschine, die Bilder auf Papier band. Vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Ich werde diese Maschine Kamera nennen. Ich schenke dir eine als Dank für deine Hilfe. Findest du halt Kamera. Okay, sehr schön. Eine Kamera. Da haben wir echt viele Items gekriegt. Nori hat Achilles ein Foto gemacht. Ich denke mal, das wird sehr wichtig sein. Jetzt gehen wir mal noch hier hin. So, hier haben wir ja schon was bereitgestellt, wie ich das sehe. Hinten ist ein Kristall. So, hier hinten haben wir drei Äpfel. Du hast genau 60 Sekunden und musst so viel essen, wie du nur kannst. Vorsicht, es gibt Speisen, die dir nicht bekommen. Fertig? Das war jetzt eine Speise, die mir nicht so gut bekommen ist. Ja,
Oh, komm schon, esse. Ah, sieht doch gut aus. Oh. Oh, 20 Stück schon geschafft. 20 ist, glaube ich, der Soll. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Die Zeit ist um, du hast 28 Punkte erreicht. Super! Für deine Leistung erhältst du diesen Stein dort hinter mir. 28, denke ich mal, kann sich gut sehen lassen. So. Gut, ich bleibe. Dann schlafen wir mal, dass dann der Morgen kommt. Es ist Nacht. Was passiert jetzt? Wieder. Wach auf. Entschuldige, es ist spät, doch wir haben wenig Zeit. Wir brauchen dich. Prinzessin Melina ist in Gefahr. Jemand will sie ermorden. Es ist nicht die Zeit für lange Reden. Sie muss schnellstens fort. Wir könnten sie an Bord des Schiffes bringen, aber alleine? Suche jemanden, der sie beschützt, während ich den Mörder verfolge. Könntest du das übernehmen? Eine solche Aufgabe kann ich beim besten Willen nicht ablehnen. Großartig, ich danke dir. Jetzt kann ich meinen Freund retten. Ich werde euch später folgen. Pass gut auf. Sieh auf. Ich sehe dich morgen früh in Aula. Ich zähle auf dich. So, es wird natürlich echt spannend. Was soll das heißen? Wirklich? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Welche Wahl hatte ich? Hätte ich abgelehnt, wäre sie nicht gegangen. Deine Reise zu einem neuen Kontinent klingt gut. Überraschenderweise ist er nett zu älteren Damen. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ach, nichts. Schlaf ein wenig. Es wird eine anstrengende Reise. Was ich natürlich noch am Schluss vergessen habe, noch zu sagen, dass ich den den Gefangenen nicht gerettet habe. Das habe ich ganz total verschwitzt, wollte ich noch sagen. Ich habe ihn nicht befreit, aber zum Glück ist er entkommen. So Leute, das war es auch wieder mit diesem Part. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zum nächsten Part ein. Es wird auf jeden Fall spannend und lassen wir uns auf den neuen Content überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr mich weiter verfolgen wollt, auch gerne ein Abo und bis dann.